So, jetzt geht es los. Stehen wir hier. Es geht ab zu Bachmann. Und da nehmen wir eine fette EP auf. Also, mal gucken, wie das wird. Sehr verehrtes Kollegium, hier sehen Sie Patient 592, Herr Steenbock. Ein sehr interessanter Fall. Berichten Sie uns, wie Sie hierher gelangt sind. Alles fing an, ich wollte ein Ei. Ja, wir reden nicht mehr, wir schreiben nur noch. Über Dinge, die wir besprechen wollen, dann schweigen wir doch. Wir leben nicht mehr, wir posten nur noch. Sprüche reiflich überlegt, dass wir zum Tosen bekommen. Auf Facebook oder Twitter, an Freunde oder Fremde, nach dem Shitstorm kommt Gewitter. Nach dem Shitstorm kommt Gewitter, das ist aber, ist ja aber auch ein Stolperstein da. Ja, ja, nach dem Shitstorm. Weißt du, was ich mir überlegt habe, als ich das geschrieben habe? Ich habe gesagt, wenn ich das gleich nicht hinkriege, ne, dann rappst du nicht nach dem Shitstorm, ne, und ich mach dann bei Gewitter wieder. Ja, ja. Da ist ein CH da drin, ein ST und ein SCH, ja, ne? So nach so dem Shitstorm. So, okay. Shitstorm. Voll schwer. Moment. Ich muss mal hier ein bisschen die Schrift größer machen. Ich merke es auch mit dem Alter, ne? Nee, nicht mehr, jemand, ne? Wenn ich erstmal richtig loslege, dann ist das gut. Wie gesagt, ich muss erstmal warm werden, so, weißt du? Du gehst ja auch nicht mit deiner Frau ins Bett sofort beim ersten Date, oder? Okay. Er schreit. Bachmann macht sowas. Er geht so nah. So. Wo war die letzte? Wo ist er? Da ist er. Besser spät als nie. Ja, genau. Equipment hier. Skyler Mike. Was mit Winnie? Kommt er auch? Nee. Auch wollte er kommen? Da wollte er noch kommen, ja. Was? Das habe ich auch. Noch, wir haben da noch ein Ding zu laufen, Leo. Was? Trackmäßig. Ach so. Stimmt. Aber tatsächlich eigentlich. Ich dachte, das wäre deine Unterhose. Guck mal, was das ist. Ab da geht's los, weißt du? Ja, läuft nicht. Geht aus, ja, aber ist gut, wenn du da. Weißt du, weißt du mal den Song hören? Doppelt ist gut. Braucht man nur Stimme? Ich sage nein, weil ich hab jetzt sofort das Leben mehr schätzen. Dude, da muss ein Break rein. Die Zone ist ungefähr die der Glücksbärchis. Wollen, dass ihr nichts bereut, wenn ihr es mal rückwärts seht. Du musst das grammatikalisch mal ein bisschen anpassen, ja, 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 würde ich sagen. Deswegen, aber. Wir schreiben gerade den Track. Wie heißt der Track? Captain Hip-Hop? Superhelden-Rap, Captain Hip-Hop oder so. Den Bonko und Bachi mir zum 18. Geburtstag geschenkt haben. Das ist 4 Jahre her. Wir hatten alle teilte Strophen und haben die alle verloren. Außer Bonko, der hat seine Wahl. Der unzuverlässigste von allen. Aber auch nur, weil er sonst seine Texte vergisst. Ich war nicht darauf vorbereitet. Schlechter Rap ist das Hip-Hops. Ich würde sagen, schlechter Rap ist das Hip-Hops Kryptonit. Bei uns ist Nick Superman mit dem Beat. Jeder Mensch ist anders, einzigartig, ein X-Men. Jeder Mensch ist anders, einzigartig, ein X-Men. Auf euch heben wir das Glas, Prost, X-Men. So. Donnerstagabend. Hier ist erstmal Schicht, 1 Uhr. Wir haben TGs Strophe für Elektronik aufgenommen. Wir haben angefangen an Captain Hip-Hop zu arbeiten. Spontaner Bonus-Track mit Wonko und B2B. Und ja, jetzt habe ich mich hier eingenistet. Und ja, wir direkt am Arbeitsplatz geschlafen. So. Wach hier, wenn ich ziehe jetzt in so einen Film rein, 8 Mile oder sowas. Schön im Thema bleiben. Und ja, dann geht's morgen weiter. Mal gucken, wie frisch wir dann sind. Da sollten wir einiges schaffen. Mal schauen. So, Tag 2. Moinsen! Wir sind richtig fit. Ah. Bachi hat uns schon mit Medikamenten eingedeckt. Heißt jetzt die Zone heute Morgen eingeschmissen. Da bahnt sich bei mir was an, bei ihm ist es schon lange da. Deshalb jetzt auf jeden Fall schnell machen.
Doch bei denen geht nix, so wie bei Professor X. Ich rap wie Gambit Karten spielt. Ja, ich kenne die Tricks, mach das zur Weiterentwicklung. Nein, ich brauch keinen Cash. Hauptsache ich bleib in Bewegung, bin ein rappender Flash. Und deshalb wirklich auch anziehend. Nenn mich Magneto. Wenn du nicht mit Herber dabei bist, ey, dann kriegst du in der Fall. Shit. Und deshalb wirklich auch anziehend, nämlich Magneto. Wenn du nicht mit Herz dabei bist, ey, dann klingst du nur geht so. Aber in den Köpfen der Leute ist leider nur Muss. Ah, warum mach ich das? Warum mach ich das? Auf WhatsApp ein kleiner Hassblatt, ne? Ist immer nur Moos leider. Immer in den letzten zwei Zeilen. Das ist doch frustrierend. Wo hast du auch ein kleiner Hassblatt, ne? Ja, irgendwo. Irgendwo. Und deshalb wirklich auch anziehend, nenn mich Magneto. Wenn du nicht mit Herz dabei bist, ey, dann klingst du nur geht so. Aber in den Köpfen der Leute ist immer nur Moos leider. Rapper verkaufen ihre Seelen wie der Ghost Rider. Das war doch jetzt gut. War das ganz gut oder war das erste Strophe gut? Abgehört. Liegen die Texte, ey. Richtig schön. Schön, das Mittagstief bekämpfen. Mit Futter. Es geht, bist du bereit? Ich bin bereit fürs Essen. Bereit für das Essen. Ich bin bereit fürs Essen. Wende bereit fürs Essen? Ich bin bereit fürs Essen. Erstmal was essen. Schrimps à la Steno. Aber das Ciabatta-Brot lässt noch auf sich warten. Ja, das war ja auch Ciabatta-Brot à la Bachmann. Braucht immer ein bisschen länger. Kommt auch öfter mal zu spät. Komm, das ist gleich schön hier in den Sud rein. Brack, brack, Record Session. Brack! Okay, jetzt kommt härtester Song für meine Lunge. Du denkst, du bist mein Erzfeind, das soll doch wohl ein Scherz sein. Wenn ich dich auf der Straße treff, denkst du, dann mach ich kehrt. Nein, ich würd mich so ein Derbs rein, mitten in dein Herz rein. Bist du auf Knien, flehst und bettelst, kannst du mir verzeihen? Ich sag dann erst nein, doch seh dich dann im Ernst weinen und denk mir, gut, lassen wir die Sache geklärt sein. Doch Digga, ich werd kein Mensch, der mit dir verkehrt sein. Versteh noch nicht, wie jeden Hinz und Kunst im GMR scheint. Und für mich bist du sehr klein, was so wie ein Meerschwein. Denn du hast dein Ziel verloren und du willst nur Kommerz sein. Für dich zählt nur der Schein, doch Rap will gelernt sein. Ich mach das hier lang genug, damit ihr wisst, dass ich's ernst mein, auch wenn jemand dich Zwerg sein. Ich brauch keinen Verein, bin allein in der Champions League und lass keinen mehr rein, also nenn mich nicht der Feind, wenn du eigentlich dein Herr meinst. Hast du's jetzt verstanden oder darf's noch ein Vers sein? Yeah, man. Krass. Yo, Tag 3? 3, ja. Ja, wir haben schon Zeitgefühl verloren. Wir hängen nur in dieser Bude. Gestern Feuerwerk angeguckt. Hier ist Skirmes, ne? Und die ganze Zeit läuft Helene Fischer in unsere Aufnahme rein, wenn wir das Fenster aufhaben. Ja, und da Rattelgeräusche. Slava kommt und gibt. Ja, Slava kommt und gibt, muss man nicht verstehen. Aber ja, es geht weiter. Wir sind beide ein bisschen angeschlagen. Machi hat der Husten halt voll erwischt. Mich auch so ein bisschen, aber es reicht doch zum Rappen. Und ja, wir haben gerade ein paar alte Songs gefunden, wir haben richtig geile Tracks angehört. Dass jetzt der Stoff aus den Träumen sind, das ist noch nicht ganz so alt. Aber gerade hatten wir richtig Oldschool-Shit, ey, wo wir noch 13, 12 waren. So. Das war lustig, auf verschiedene Arten und Weisen. Kamera läuft. Jetzt kommt mein Schmuckstück, der Professor. Gib
mir einen Text und einen Beat und ich rap wie ein Genie und du wirst merken, dieser Song, der ist fett wie ein Lipid. Ein ganz anderer Rapper macht jeden Tag nur mega Stress, für mich seid ihr identisch wie DNA und DNS. Ich merk's jedes Mal, wenn ihr auf der Bühne oben steht, ihr seid durchschaubar wie ein oligotropher Sedostein und bringt euch stetig immer lockeren Rap, wobei der Sound sich verändert wie beim Doppler-Effekt. Ich glaube, ich darf hier nicht so... Nein, ich muss den so ein bisschen mehr so... Lokal chillig. Ja, so ein bisschen mehr Fun-Rap. Ja. Wenn man gerade vom Flow runterkommt, dann... Ich merk's jedes Mal, wenn ihr auf der Bühne oben steht. Ihr seid durchschaubar, wie ein Oligotrop, was ihr durch Stimmung bringt und ständig in einem lockeren Rap. Wobei der Sound sich verändert wie beim Doppler-Effekt. Wenn ihr diesen Song hört, das muss aber ein bisschen früher. Wo die Pause machst, ja. Gib mir einen Text und einen Beat und ich rap wie ein Lipid. Ja, ich rap wie ein Lipid. Fett. Wir rappen die Lipide? Die Lipide rappen sowas von. Weil wir sind so ein bisschen hydrophob. Das sind so. Kennen das aber auch nur von der App. So hydrophobe Wichser. Sag ich, wenn merken dieser Track, der ist fett wie ein Lipid? Warum vergesse ich jetzt meine Lyrics? Dieser Trick, der wird fett wie Lipid. Oder ist es dieser Song, der ist fett wie Lipid? Muss ich jetzt nochmal. Song, ne? Was habe ich denn in dem Text? Das sind Originaltext, oder? Song. Der ist geil, wenn ich Track sagen. Mir Text und Beat und Trap wie Genie. Wir merken, dieser Track, der ist fett wie Lipid. Ja. Ist geil eigentlich. Ja. Dann machen wir das doch. Gib mir einen Text und einen Beat und ich rap wie ein Genie und du wirst merken, dieser Track, der ist fett wie ein Lipid. Die ganzen anderen Rapper macht jeden Tag nur mega Stress, für mich seid ihr identisch wie DNA und DNS. Ich merk's jedes Mal, wenn ihr auf der Bühne oben steht, ihr seid durchschaubar wie ein Oligotrop, versehen und stehen und bringt euch Stress. Schau mal, fällt der locker runter. Sind arschviel gesungen in dieser EP. Aber hey, das tut man nicht alles für einen fetten Sound, ne? Bachmann zwingt mich hier schon wieder zu singen. Der einzige Hook, wo nicht gesungen wird. Und Bachmann sagt, sing mal rein. Sing mal rein. Wolle wissen, wie ich bin. Check mal das Intro. Dies hier ist Fun Rap. Dies ist Camp im Flow. Bei mir ist Jumpstyle. Bei euch ist Limbo. Finn ist GGP. Ja, Mann, ich bin so. Wolle wissen, wie ich bin. Check mal das Intro. Dies hier ist Fun Rap. Dies ist Camp im Flow. Bei mir ist Jumpstyle. Bei euch ist Limbo. Finn ist GGP. Ja, Mann, ich bin so. Aber es ist ja auch das Intro, von daher sollte es Gesang drin haben, wenn das Album hauptsächlich Gesang überfahren hat. Weil es ja repräsentativ für das Album stehen muss. Hast du recht, hast du recht. So, letzter Abend. Bachmann gibt den letzten Schliff dem Intro. Der mischt mit Herz ab, ey. Ansonsten sind alle Tracks erstmal drauf, bis auf einem. Halt theoretisch bis auf zwei. Aber einen schmeiß ich raus. Schaffen wir zeitlich nicht mehr. Und ja, da stand ich eh nicht so ganz hinter die ganze Zeit. Und dafür ein bisschen mehr Zeit investieren, die anderen Songs weiter zu machen. Und morgen wird noch einer aufgenommen. Und dann der Feinschliff beim Rest. Und dann war das die Phineas Gage EP. So, letzter Tag, letzter Song, den wir aufnehmen. Jo. Moin. Gerade Dennis angerufen, der will sein Mic zurückhaben. Sehen wir es jetzt hier auch. Hart ran, hart ran. Hart ran, ganz genau. Wir haben nämlich jetzt 3 Stunden für den nächsten Track und noch ein bisschen extra was, was wir aufnehmen wollen. Der Track muss aber sitzen, das ist der Neuseeland-Track. Meine Reise. Und der privateste Track von den beiden. Privateste Track, ja. Direkt nach Verrückt geworden, wo ich auch sehr intime Geschichten erzähle. Deshalb müssen wir jetzt loslegen. 2 Takes. Maximal. Der Neuseeland-Track. Danke an alle Leute da draußen. Danke denen, dieser Track überhaupt möglich ist. Bin ich schon dran? Nein. Bachi sagt, muss noch ein bisschen emotionaler. Ich habe versucht, die ganze Zeit zu grinsen beim Rappen. Also mit dem Grinsen ist ganz gut, weil ich habe tatsächlich, in der Psychologie gibt es eine Studie,
wo Leute so Cartoons bewerten sollen. Und sie sollen dann immer so ankreuzen auf einer Skala von 1 bis 10. Und einmal sollen sie das mit dem Stift zwischen den Zähnen. Und einmal sollen sie das mit dem Stift zwischen den Lippen. Und weil zwischen den Lippen hemmt das die Lachmuskeln. Und das zwischen den Zähnen, das sind ja, dann machst du ja diese Grinsebewegung. Und die haben alle auch die Cartoons als besser bewertet. Das heißt, Lächeln hebt deine Stimmung. Bist du Bescheid? Juhu, der letzte Song ist im Kasten. Hast du noch ein paar feine Abstimmungsdinger und Nee. Nicht? Ich nehme jetzt was auf. Wow, Bachi Bachmann nimmt was auf. Da musste ich ganz schnell an den Strom anschließen, ey, damit ich das aufnehmen kann. So, was ihr da hören, ist die wunderbare Stimme von Jana. Ja, kannst du dir noch sagen, das hat sie echt geil gemacht. Ey. Ja. Elektronik, nämlich ordentlich Feature reingehauen. Ich bin natürlich drauf. Und natürlich, wer auf so einem Feature nicht fehlen darf, ist Bachi Bachmann. Und der feiert jetzt sein Comeback. Ah, die einzig Professionelle auf dem Track ist Edi, Alter. Ist Jana, ne? Ja, hat er recht, hat er recht. Aber Bachi Bachmann feiert jetzt sein Comeback hier. Nach fetter Husten und Erkältungsattacke. Beziehungsweise noch angehender Husten und Erkältungsattacke. Du hast so einen riesen Schädel, Junge. Und du bist so klein. Ich bin so aufgeregt, ey. Es geht mir auf den Sack, dieser Elektronik-Kack. Jeder will das Neueste immer kaufen, kaufen, zack, schon. Ist man der Größte, wenn man ein teures Smartphone hat. Aber auch nur für 2 Wochen, ich hab dieses Wachstum satt. Nur noch Patches und Updates, wo kommen wir denn dahin? Ich sehe nur noch Rauten, Alter, wo ist da der Sinn? Nur noch ein soziales Netzwerk, in dem ich mich befinde. Relife.org, wo ich immer online bin. Die Leute meinen, ich spinne, bin ich mal bei Facebook drin. Hab dafür einen 7. Sinn, lass die Finger vom Login. Back to the roots, oldschool und so. Denn auch ohne MacBook waren die Leute früher froh. Hol mein Handy raus, aber nur zum Angeben. Wenn du fragst, was ist das, Nokia 3210. Bei Instagram gibt es noch mehr von mir zu sehen. Mach ein Selfie vor meinem Arsch, öffentlich für jeden. Es ist fertig! Also Achtung, das Genie ist zurück. Mit geilen Reimen und Vergleichen sind die Lieder bestimmt. Euer Plan zu dominieren ist damit wieder missglückt. Hey, da lauf lieber gebückt, denn ich bin ziemlich verrückt. Und auch ihr anderen wollt das mich an Kotzen nicht wagen. Denn ich bin härter als ein Hammer, hab nen Amboss zerschlagen. Ihr wollt wirklich kein Beef, als wäret ihr Vegetarier. Und Ladies wählen mich über jeden von euch Arian. Von all euch Pissern hätte ich die Frauen haben können. Doch ich hab meine genommen, denn man soll sich auch was gönnen. Ich bin der König persönlich, rap tödlich wie gewöhnlich. Und der Beste zu sein ist für euch jetzt nicht mehr möglich. Denn ich bin in Topform und zwar nächtlich und täglich. Bei jedem Versuch sich mit mir zu messen scheitert ihr kläglich. Unsere Intelligenzquotienten sind nicht äquivalent, denn ihr gehört zu Haupt-Rock-Gängern, nicht zu Psychologiestudenten. Wollt ihr wissen, wie ich bin? Ey, dann check mal das Intro. Dies hier ist Fun-Rap, dies ist kein Pimp-Flow. Bei mir ist Jump-Style, bei euch ist Limbo. Phineas GGP, ja Mann, ich bin so. Wollt ihr wissen, wie ich bin? Ey, dann check mal das Intro. Dies hier ist Fun-Rap, dies ist kein Pimp-Flow. Bei mir ist Jump-Style, bei euch ist Limbo. Phineas GGP, ja Mann, ich bin so. Check mal das Intro. Dies ist kein Pimp-Flow. Bei euch ist Limbo. Ja Mann, ich bin so. Check mal das Intro. Dies ist kein Pimp-Flow. Bei euch ist Limbo. Ja Mann, ich bin so. Yo, das ist Steno. Auf dem Beat von Simply Sound. B an den Reglern. Check mal das Intro. Phineas GGP 2014. Yo, ich bin raus.